Es gibt so, ja, also wenn man es Leuten vorstellt, die es bisher noch nicht gesehen haben, die sind immer so ein bisschen irritiert und sagen, muss ich jetzt immer mehr durchlesen, wenn jemand auf den ICE wartet oder er sich die erste Tasse Kaffee rein ja, holt. Das finde ich also auch absolut nervig. Und genauso so sogenannte PR-Tröten, wenn dann immer nur darüber berichtet wird, was man so Tolles macht. Dauer-Tweeter, also Leute, die alle 3 Minuten irgendwas schreiben, die werden auch gleich wieder unfollowed. Show-Twitterer, naja, also ich meine, es gibt Leute, die halt auf Englisch twittern, weil sie insgesamt ein englisches Thema haben. Also wenn ich über R zum Beispiel Software twittern würde, würde ich auch auf Englisch twittern, weil ich sonst 90% der Leute, die sich damit beschäftigen, nicht erreichen. Der Ego-Twitterer, gut, das sind so Sachen, wenn jemand sagt, toll, wir haben wieder das geschafft und das und jenes, da sollte man sich auch ein bisschen zurückhalten. Der Follower Grüß August ist jemand, der immer, wenn jemand einen followt, sofort dann das kommentiert und sagt, ich begrüße meinen 13. Follower, vielen Dank, oder schon 1000 Follower, danke für das Interesse. Das interessiert eigentlich niemanden. Twitter-Spielchen. Bei solchen Spielchen sammelt die Twitter-Gemeinde zu einem Schlagwort lustige Formulierung oder Verballhornung zu irgendwas. Ja, also zum Beispiel bei Movie-Tweet werden bekannte Filmtitel mit Twitter-Begriffen gekreuzt. Und naja, also es ist irgendwie, das kann man machen, aber im Endeffekt sehr selbstreferenziell. Langeweile, Tweets, das sind so Sachen wie endlich Mittagessen, lecker oder wechsel gleich am Potsdamer Platz die S-Bahn. Naja, wer es wissen will. Der Twitter-Lurker, das sind halt Leute, die sich einfach nur sich das anschauen und mitlesen, aber im Grunde nie was von sich selber lostreten. Aber im Endeffekt finde ich das vollkommen okay. Warum nicht? Und dann gibt es noch die sogenannten Politik-Trittbrett-Twitterer. Ja, der coole US-Präsident, der hatte damals fast 180.000 Follower und hat mittlerweile mehr. Und schickte immer so ein Tweet nach dem anderen raus. Und jetzt aber ist Funkstille. Ja, mittlerweile twittert er wieder ein bisschen, aber man hat sich einfach gedacht, Mensch, wir sind instrumentalisiert worden bei Twitter. Das kann ja alles nicht so sein. Der Thomas hat dann noch angemerkt und gesagt, also Leute, nur wenige dieser Punkte nerven. Tatsächlich, vielmehr sind sie charakteristisch für Microblogging. Vermischung von formell mit informell und banal mit wichtig. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich folge Leuten, die dauernd nur banal twittern eigentlich nicht, weil das brauche ich einfach nicht. Potenziale in der Bildung, ich habe es eben gerade so ein bisschen so in dem Beispiel gezeigt, also und es können so Lernnetzwerke entstehen, dass man halt einfach, folgt Leuten, die sehr interessante Sachen machen und dann auf kurze Sachen hinweisen. Ja, also das ist die große Frage, ob man dadurch wirklich Schreiben fördert, weil es ist ja doch nur sehr kurz, aber das ist vielleicht genau der Punkt, dass man auch ganz kurz was schreiben kann und vielleicht dadurch auch erst wieder zum Schreiben kommt, weil SMS schreiben kann jeder und das ist auch ein Weg zum Beispiel, um zu twittern. Also man kann natürlich auch vom Mobilfone oder vom Smartphone twittern. Das war im Grunde die Grundidee überhaupt, dass man mobil halt irgendwo twittert. Ja, Unterstützung des Reflexionsprozesses. Es ist natürlich möglich, dass man einfach einen flüchtigen Gedanken schnell twittert und später dann nochmal vielleicht im Blog zum Beispiel reflektiert und nachvollzieht. Eine Möglichkeit wäre, dass Studenten in Veranstaltungen direkt Fragen stellen können. Dazu zeige ich gleich nochmal eine Twitter-Wall. Das zeige ich jetzt gleich. So sieht eine Twitter-Wall aus. Also das ist die Republika in Berlin. Das ist eine ja, Kommunikationstagung. Und da geht es natürlich, ja, Entschuldigung, liebe Republikas, dass ich euch jetzt so vollkommen verkürzt dargestellt habe. Und dort sieht man im Hintergrund eine Twitter-Wall. Da sieht man sowohl SMS als auch Tweets, die Kommentare jetzt dazu
geben, was da vorne passiert. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, so eine Art von Panel da oben mit einer Twitter-Wall, weiß, dass es nicht ganz so leicht ist. Das könnte man sich natürlich auch für eine Vorlesung vorstellen. Ich würde dann aber tatsächlich jemanden nehmen, der tatsächlich die Twitter-Wall betreut und dann ab und zu dann immer mal wieder Zusammenfassung reinbringt in das Plenum und auch denjenigen updatet, der dort eigentlich einen Vortrag macht. Hier nochmal andere Beispiele für Twitter-Walls. Da sieht man, dass man das auch sehr schön nutzen kann, um dann Sponsoren rechts darzustellen. Und hier sind verschiedene Tracks in der Tagung. Das ist ganz nett gemacht. So kann man nämlich immer sehen, was passiert denn eigentlich jetzt in den verschiedenen ja, Vorträgen. Und vielleicht muss ich einfach wechseln. Und hier ist die Twitter-Waller, sehr schön gemacht. Man sieht so ein bisschen, so die neuesten Sachen sind weiß und die anderen blenden so einfach aus. Und das könnte man natürlich, könnten wir auch machen, zum Beispiel für unser Simso, für unser Simso-Seminar. Dazu müssen Sie allerdings alle noch viel mehr bloggen. Bloggen tun Sie schon alle, Entschuldigung, und Sie müssen mehr twittern. Wenn Sie sehen, momentan twittert hier nur Thomas und ich dazu. Und ich habe vorhin gerade ein Video hochgeladen. Und das habe ich betwittert zu Simso 10. Und immer wenn Sie twittern, bitte Simso 10 angeben. Und dann kann das zum Beispiel auf dieser Twitter-Wall landen. So, ich hoffe, Sie haben so einen kleinen Einblick gekriegt, was man mit Twitter machen kann. Und ich glaube, das war wirklich sehr kurz, was ich gemacht habe. Aber vielleicht können wir ja auch noch in der Reflexion ein bisschen sammeln, ein paar Ideen für Twitter. Und auf alle Fälle will ich Sie einladen, tun Sie sich auch mal bei Twitter anmelden und ein bisschen damit rumexperimentieren. Es lohnt sich, meiner Meinung nach, sich mit Twitter auseinanderzusetzen. Okay, viel Spaß und bis zur nächsten Episode. Wir haben nämlich noch zwei in diesem Modul. Sehr viel Content dieses Jahr, dieses Mal. Okay, tschüss.